BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Winfried Kretschmann bleibt dabei. Am Freitag würde im Bundesrat das Steuerabkommen mit der Schweiz ablehnen und das trotz neuem Vorschlag der Bundesregierung. Berlin will auf die Einnahmen verzichten, wenn die Länder zustimmen. Die schätzungsweise 10 Milliarden Euro sollen dann an die Länder fließen. Den Ministerpräsidenten bewegt das neue Angebot der Bundesregierung nicht. Wenn der Bund selbst auf die Einnahmen verzichte und sie an die Länder verteilen wolle, löse das grundsätzliche Problem laut Winfried Kretschmann noch lange nicht. Also Absage an Berlin, Thema verfehlt. In den Kontroversen zu dem Steuerabkommen ist das kein Gegenstand der Kontroverse gewesen, dass wir die Länder jetzt da einen zu geringen Anteil bekommen gegenüber dem Bund. Also es war nie Gegenstand der Kontroversen. Insofern kann das logischerweise auf unser Abstimmungsverhalten keinen Einfluss ausüben. Die Landesregierung wird nach Lage der Dinge diesem Abkommen nicht zustimmen. Nach wie vor könnten Steuerhinterzieher ihr Schwarzgeld aus der Schweiz anonym in andere Länder transferieren. Dies sei inakzeptabel, hatte auch Finanzminister Schmid im Vorfeld schon erklären lassen. Kretschmann wehrt sich zugleich gegen derartige Kuhhändel im Bundesrat. Dass sich andere Länder durch den Deal kaufen lassen, befürchtet er aber nicht. Was mich betrifft, bin ich für solche Kuhhändel nicht zu gewinnen, da ich zwar mein Sternzeichen Stier ist, aber ich mich nicht zu dieser Population von Säugetieren zugehörig fühle. Generell mache ich da keine Händel, die das Ansehen des Bundesrates beschädigen könnten. CDU-Landeschef Strobel spricht von einer willentlichen Veruntreuung von Steuergeldern. Sollte Grün-Rot das Abkommen ablehnen, gingen Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe für immer verloren. Steuerhinterzieher lasse man ungestraft davonkommen. Auch FDP-Fraktionschef Rüke fordert Grün-Rot auf, endlich einzulenken. Durch die Ablehnung lasse sich das Land rund 1,5 Milliarden Euro entgehen. Geld, mit dem Grün-Rot die Neuverschuldung des Landes zurückfahren könne. Kretschmann hat sich heute in Stuttgart enttäuscht darüber gezeigt, dass Boris Palmer mit seiner Wiederwahl in den grünen Parteirat am Wochenende gescheitert war. Boris Palmer ist ein sehr kluger Politiker mit Ecken und Kanten. Und jetzt vermute ich halt doch mal, dass die vielleicht einigen zu scharf waren. Jedenfalls arbeite ich hervorragend mit ihm zusammen und bin froh, dass ich solch einen kompetenten Berater habe. Der bekennende Oberrealo Palmer war am Wochenende auf dem Grünen Parteitag nicht mehr in den Parteirat gewählt worden, eine Art erweiterter Bundesvorstand. Palmer hatte sich mit Facebook-Einträgen parteiintern nicht gerade beliebt gemacht. Die Tübinger Südweststrom steigt aus einem Windpark in der Nordsee aus. Das hat der Stadtwerkeverbund mit rund 60 Stadtwerken heute beschlossen. Als Gründe für die Entscheidung wurden Bauverzögerungen und unkalkulierbare Risiken beim Bau genannt. In Sachen Offshore-Windkraft drängt Kretschmann derweil zur Eile. Haftungsfragen müssten schnell geklärt werden. Ministerin Silke Krebs forderte in Stuttgart für Betreiber verlässliche Rahmenbedingungen. Das ist gerade auch beim Thema Offshore-Windkraft in Detailfragen, Sicherheitsanforderungen und Ähnlichem nicht gegeben. Und das stellt diejenigen, die das betreiben wollen, vor erhebliche Probleme. Der Geisterfahrer, der bei Offenburg einen Unfall mit 6 Toten verursachte, war möglicherweise betrunken. Laut Polizei könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Es stehe fest, dass der 20-Jährige am Abend verschiedene Kneipen in Offenburg und Freiburg besucht hatte. Auch eine Mutprobe sei möglich. Die Polizei rechnet nach wie vor mit langwierigen Ermittlungen. Bei dem Unfall auf der A5 am Sonntagmorgen waren ein Taxifahrer und seine 4 Fahrgäste sowie der Geisterfahrer ums Leben gekommen. Die bundesweiten Schüsse auf Autotransporter geben dem Bundeskriminalamt auch weiterhin Rätsel auf. Bis heute gebe es keine Hinweise auf den oder die Täter, teilte das BKA heute mit. Dabei nehme die Gefährdung immer mehr zu. Seit kurzer Zeit benutze der Täter auch größere Kaliber, um auf Lkw zu schießen. Das BKA vermutet auch, dass es sich beim Täter um einen Lkw-Fahrer handelt, der beim Fahren schieße. Insgesamt wurden 700 Fälle gemeldet, bei denen auf Lkw geschossen wurde. Der demografische Wandel und zurückgehende Schülerzahlen sind Fakt. Für vor allem ländliche Regionen bedeutet das im Klartext, immer mehr Schulen stehen auf dem Prüfstand. Wie jetzt auch die Hohenstein-Grund- und Hauptschule auf der Schwäbischen Alb im Landkreis Reutlingen.
Der Haupthohle von SPD-Landtagsabgeordneten und Bildungsexperten Klaus Keppeler droht jetzt die Schließung. Hohenstein im Landkreis Reutlingen. Die Gegend rund um die Alpgemeinde ist stark ländlich geprägt. Vor fast genau 40 Jahren ist hier die Hohensteinschule errichtet worden. Eine Grund- und Hauptschule. Später kam ein Werkrealschulzug hinzu. Jetzt aber droht durch den Mangel an Schülern, zumindest für den Hauptschulzweig, langfristig das demografisch Verursachte aus. Für Klaus Keppeler, Schulleiter, SPD-Bildungspolitiker und Landtagsabgeordneter, ist das, was die seit Jahren festgehaltenen statistischen Zahlen für neue Hauptschüler belegen, leider ganz eindeutig. So wie es aussieht, wird die Hauptschule mittelfristig geschlossen. Das heißt, wir haben zu wenig Schüler in der 5. Klasse, im vergangenen Jahr 8. Ich bin gespannt, wie viel es sein werden im kommenden Jahr. Aber wenn wir zusammen wenigstens 5 und 6 zusammen keine Klasse bilden können, und so sieht es im Moment aus, dann macht alles andere jetzt keinen Sinn mehr, etwas am Leben zu erhalten, was einfach ausläuft. Ja. Die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung durch Grün-Rot, so Keppeler, spiele hier sicher auch eine Rolle, weil Eltern von betroffenen Kindern die Empfehlung Hauptschule als Gang in den Abstieg betrachtet hätten. Vor allem wichtig sei aber der Umstand, dass es immer weniger nachwachsende Kinder gäbe. Auch die bisherige Zweizügigkeit der Grundschule in Hohenstein ist deshalb bedroht. Wir hatten vor wenigen Jahren 63 Erstklässler noch und ich habe im Moment in der 4. Klasse 31 Viertklässler, also fast eine Halbierung. Dass die schwarz-gelbe Opposition in Stuttgart jetzt behaupte, Grün-Rot lasse den ländlichen Raum schultechnisch ausbluten, aus Keppelers Sicht heuchlerisch. Auch Schwarz-Gelb habe mit der zweizügigen Werkrealschule dem Ende der ungeliebten Hauptschulen entgegengearbeitet. Was die alte Landesregierung wirklich versäumt hat, war vor Jahren schon eine Schulentwicklungsplanung in Gang zu setzen, um einfach in jeder Region dann auch klarzumachen, welche Schulen langfristig Bestand haben können. Die an der Hohensteinschule schon Hauptschüler sind, so Keppeler, werden ihre Schulzeit wohl hier noch zu Ende führen können. In 3 bis 4 Jahren aber werde man dann wohl nur noch reine Grundschule sein. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen lacht zumindest die Sonne. Auf der Alp ziehen zwar vereinzelt Wolken auf, aber auch dort wird es einige Sonnenstrahlen geben. Am wärmsten wird es morgen in Stuttgart bei Temperaturen von bis zu 12 Grad, am kältesten in Mannheim mit 5 Grad. Der Donnerstag wird im ganzen Land leider ziemlich trist bei vielen Wolken und Nebel. Achtung also vor trüber Sicht auf den Straßen. Die Temperaturen schwanken zwischen 4 Grad auf der Alp und 8 Grad bei Karlsruhe. Entdecken Sie eine Welt voller Möglichkeiten. Mit mehr Gänsehaut pro Bit, mehr Happiness pro Klick, doppelte Faszination in jeder Sekunde, doppeltes Tempo in jedem Moment. Endlich alles so, wie wir es uns immer gewünscht haben. Endlich alles möglich. Jetzt einsteigen. Holen Sie sich die Clever Flat Classic ein Jahr lang für nur 24,90 Euro im Monat. Surfen Sie mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde und telefonieren Sie per Flatrate ins gesamte deutsche Festnetz. Wechseln Sie jetzt. Kabel BW macht's möglich. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und damit ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Scheiler Derm ist das Hautpflegeprogramm aus der Schweiz. Mit ihren hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen unterstützt sie ihre Haut fühlbar mit allem, was sie braucht. Scheiler Derm, Pflege für die besondere Haut, ihre Haut. Scheiler Derm setzt auf hochwertige Pflanzenextrakte mit Anti-Aging-Effekten. Diese schaffen in den Scheiler Derm-Produkten eine perfekte Symbiose und sorgen für eine vitale und jugendliche Haut. Scheiler Derm, die Schweizer Marke ihres Vertrauens.